Hallo YouTube, ich bin Kleenex, das ist Hitman Absolution und nun das Intro. Kurz aus dem Intro drücke ich jetzt hier mal auf den sogenannten Weiter-Button, wenn man das so nennen kann. Ja, jetzt steht mein Laptop hier gerade ganz schräg. Das ist ja schräg. Und weiter geht's. Okay, und weiter geht's. Ich glaube, jetzt sind wir ziemlich Countdown. Ja, das sagt ja schon was, Countdown. Oh Gott. Alter, ich sehe hier ja gar nicht. Dexter hier. Sind die Sprengladungen gelegt? Negativ, Sir. Die Sicht hier unten ist... Herr, er ist beschäftigt! Ja, ich wusste das, aber na gut. Ich habe ein bisschen Fell gedrückt mit W und E, da kriege ich mal nicht so schnell. Oh, jetzt geht das schon los. Wo ist mein verfluchtes Geld? Jetzt geht das schon wieder los. Okay, ich glaube, ich muss da nochmal. Och nee. Ja, schon wieder Fail. Der Knoten geht. Ja, Mann! Dass der da in dem Moment weggehen musste. Komm, überspringen wir das müssen wir nochmal sehen. Jetzt, komm, jetzt machen wir das auf die altbekannte Art und Weise. Du hast gerade dein. Okay, ich muss eine andere Knarre raus und das reicht mir jetzt. Das reicht's mir, du Wichser. Was hab ich denn noch so gut da? Nichts! Okay, dann machen wir es auf die sanfte, leise Art. So schnell. Muss ich das mit Zielfeuern erledigen? Eigentlich wollte ich jetzt echt mal ein bisschen auf die ruhige Art und Weise, aber scheint ja nicht so, als wollten die, dass das funktioniert, die Entwickler des Spiels irgendwie hier oben. Ich meine, ich wundere mich echt bei dieser Sicht, dass man da irgendwie nicht sieht. Okay, Bewegung, Leute. Ihr habt ihn gehört, die Uhr tickt. Wo zum Teufel sind die übrigen Sprengsätze? Da hinten! Viel Glück beim Suchen! Ich muss nur irgendwie da hinten hinkommen. Ach, es ist so, wenn ich jetzt da ankomme, dann dreht er sich weg. Damit ich vorbeigehen kann. Oder warum auch immer, aber er dreht sich weg. Eigentlich muss ich... Das ist doch verrückt! Das eigene Gebäude in die Luft jagen, um einen einzigen Typen aufzuhalten? Wenn du mich fragst, der Boss dreht langsam durch. Kann man's ihm verdenken? Leila ist da unten mit dem Kerl, der seinen Sohn getötet hat. So eine Scheiße würde jeden fertig machen. Zentrale, Ladungen 7 bis 12 sind scharf. Over.
Das meint ihr jetzt nicht ernst. Okay. Es hilft nicht. In die Mitte stellen. Gut drücken. Cool. Geil. Was? Da war ein Geräusch. Du hast gerade deinen letzten Fehler begangen. Guten Flug! What the fuck? Hey Leute. Erledigen wir die da? Ja, verdammt, das wird jetzt nicht. Ihr habt ihn gehört, die Uhr tickt. Aber na, dann stellen wir nochmal. Zum Teufel sind die übrigen Sprengsätze. Los werden jetzt. Da hinten, viel Glück beim Suchen. Oh, noch ein bisschen Instinkt. Scheiße. Mann. Ich könnte mich da jetzt verstecken und so, aber... Was bringt mir das? Die nehme ich jetzt mal auf. Ey, soll ich es riskieren? Ich glaube, das lasse ich lieber. Ich muss das hier auf die leise Art und Weise lösen. Okay, ich muss das hier jetzt auf die leise Art und Weise lösen. Warum geht er in diese Richtung? Gott, kein Gebäude in die Luft jagen, um einen einzigen Typen aufzuhalten. Da sind die, da ist das, wo ich, der Typ, da ist der wichtige Mann, sagen wir jetzt mal. Zwei Einheiten, ein Helikopter. Bin ich der Einzige, der hier rechnen kann? Wenn Dexter durchdreht und den Zünder drückt, dann schaffen wir es niemals alle hier weg. Richtig. Ich über nach, okay? Mach einfach deinen Job. Reich mir mal das Kabel. Ist das? Minen in Sektor A und C gelegt und scharf. Passt auf, wo ihr hintretet. Wir wollen ja keine Kettenreaktion auslösen. Over. So viel zu den Minen. Alter, Leute, das ist doch, ey. Wie soll man das denn schaffen? Ja, da ist der wieder mal weg. Soll ich jetzt einfach hier durchrennen wie so ein Rambo? Negativ, Sir. Was ist das? Ich hab halt bloß die Klappe, ja. Ich muss mal T drücken gerade. Der Instinkt verbraucht doch leider so schnell. Deswegen brauche ich eigentlich B. Wo zum Teufel sind die übrigen Sprengsätze? B. Da hinten. Hier bleibt man suchen. So, dann nehmen wir noch seine Knarre auf. Wo liegt sie da? Unten ist sie irgendwie. Gut. Gut. Jetzt tickt die Uhr nämlich seit. So, jetzt habe ich 4 Minuten Zeit. Das ist doch verrückt! Das eigentlich. Wenn du mich fragst, der Boss dreht langsam durch. Jetzt muss ich mich um. Kann man sie verdenken? Leila ist da unten mit dem Kerl, der seinen Sohn getötet hat. So eine Scheiße würde jeden fertig machen. Zentrale? Ladungen 7 bis 12 sind scharf. Over! Irgendwie muss ich hier erstmal alle erledigen. Dann kann ich weitermachen. Komm, hau da ab jetzt. Du hast gerade deinen letzten Fehler begangen. Guten Flug! Man darf wirklich nicht auffliegen. In keinen... Unter keinen Umständen darf ich hier jetzt auffliegen. Sind die Sprengladungen gelegt? Thank you.
Begraben wir den Bastard unter Schutz. Sir. Okay, Bewegung, Leute. Ihr habt ihn gehört. Die Uhr tickt. Wo zum Teufel sind die übrigen? Entschuldigt, dass ich hier jetzt gerade so übelst leise bin, aber ich muss mich hier richtig konzentrieren, weil ich glaube nicht, dass ich das jetzt so schnell schaffe. Echt jetzt. Das ist ja... Ist das ja ist doch verrückt, das eigene Gebäude in die Luft jagen, um einen einzigen Typen aufzuhalten? Wenn du mich fragst, der Boss dreht langsam durch. Kann man sie verdenken? Leila ist da unten. Hat. Scheiße würde ich fertig machen. Kenn ich den nicht von der Akademie? Genau, von der Akademie kennst du mich. Genau. Wenn ich den fertig mache, dürfte der mich da sehen. Weil ich muss erst den ausschalten, damit ich irgendwie... Ich habe zu wenig Instinkt, ich muss einen leise umkillen. Weil so umkriegen wollen. Das ist er! Lasst euch nicht warten! Das ist er! Ja, scheiß drauf. Ja, das ist die Idee, die ich wieder treffen. Bam! Du hast gerade deine Ey Leute, jetzt mal ohne Witz. Wie soll ich da durchkommen, wenn ich das nicht so mache, wie ich es jetzt mache? Ich meine, ich sehe hier keinen. Jetzt sehe ich ihn. Ganz ehrlich, ich habe nie gesehen, dass der Typ schon da so stand. Sehen wir, da drüben ist irgendwas im Gang. Wird gemacht. Ja. Es geht los. Verteilt euch. Ich höre Kampfgeräusche. Sieh mir das mal an. Wer sitzt in der Falle? Zentrale, hier ist immer noch was im Gang. Bist du da, du Schlafkopf? Ja, schön. Mann, Leute, wie soll ich das denn machen? Das ist ja noch peinlicher als die Sache mit dem netten Sheriff da. Sheriff Shirky oder Turkey. Ja genau, Shirky, nicht Turkey, so. Komm, scheiß drauf, ob ich mich jetzt da verkleide oder nicht, interessiert es auch keinen. Das Wichtige ist der Instinkt, dass ich den bekomme. Wo zum Teufel sind die übrigen Sprengsätze? Das ist doch verrückt, das eigene Gebäude in die Luft jagen, um einen einzigen Typen aufzuhalten. Wenn du mich fragst, der Boss dreht langsam durch. Kann man sie verdenken? Leila ist da unten mit dem Kerl, der seinen Sohn getötet hat. So eine Scheiße würde jeden fertig machen. Zentrale, Ladungen 7 bis 12 sind scharf. Over. Der sieht es ja, sobald ich einen Typen umbringe. Der sieht es, sobald ich da lang renne. Ich hab verkackt. Ich weiß ja nicht, wie ich die alle umbringen soll. Mann. Ich versuch's jetzt mal auf die gute alte Ader. Niemanden umbringen. Und dann, so wie ihr es wolltet, endlich mal auf die normale, in Anführungsstrichen normale, Hitman-Art. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja. Willkommen, Zentrale. Mögliche Feinde in der Nähe. Drücke vorsichtig. Du das Glatzkoppel! Du hast gerade deinen letzten Fehler. Guten Flug! Mann, das ist ja unmöglich. Ist das. Entweder bin ich heute nicht in der Stimmung oder sonstiges. Naja, ich würde jetzt mal sagen, ich lasse das jetzt mal für heute ruhen. Ich will es allerdings auch nicht offscreen probieren. Ich schaue mal, vielleicht bin ich nächste Folge einfach mal ein bisschen besser drauf. In der nächsten kleinen Aufnahmesession. Und dann schaue ich mal, was ich da noch so machen lässt. Wir sind jetzt schon im Endlevel, nur ich komme hier ja nicht weiter. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt die bitte mal unten in die Kommentare. Ja, dann werde ich mal schauen, was ich da machen kann. Und welchen Tipp ich denn umsetzen kann. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall jetzt fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen Tag und natürlich viel Spaß beim Outro. Ciao. Hallo YouTube, das ist Hitman Absolution. Ich bin Klinox und jetzt kommt das Intro. Das ist
Intro geschmissen. Na, ist ja jetzt nochmal herzlich willkommen hier bei Hitman Absolution. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen auf die Rambo-Art. Wir brauchen mehr Zeit. Bock mehr auf den Scheiß. Ich möchte das jetzt einfach durchhaben, das Spiel. Das Spiel hat da richtig gebockt, aber erstmal jetzt hier durchschaffen. Okay, Bewegung, Leute. Ihr habt ihn gehört, die Uhr tickt. Stecken noch. Wo zum Teufel sind die Sprengsätze? Und dann versuche ich das mal so auf die ganz normale Art, halt, ne? Wo man einfach so durchrennt und so. Und dann hat sich das schon. Und natürlich die Knarre rausladen, die machen wir nach. Gut. Aufstehen. Und los geht's. Kenne ich den nicht von der Akademie? Natürlich von der Akademie, von wo denn sonst? So. Eigene Gebäude in die Luft jagen. Ich weiß ja noch. Wir machen hier mal den Kontrollpunkt. Verstecken wir uns mal eben, das geht eben noch mal ein bisschen ins Ding. Ein Helikopter! Bin ich der Einzige, der den Zünder drückt? Dann schaffen wir es niemals alle hier weg. Irgendwas stimmt nicht mit dem Typ. Denk einfach nicht darüber nach, okay? Sind die Minen in Position? Ja. Hey, schau. Wer sind sie? Scheiße, 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 hier ist die Tür. Oh, geil. Mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Lass die Tür einfach zu. Ich bin gerade weg. Bin weg. Okay, wo geht's jetzt lang? Hier hinten bestimmt, oder? Ja, aber erstmal einen Vorschlag haben wir mit ihm. Okay, wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen uns beeilen. Wo geht's denn hier? Oh, ist das Schlüsselkarte. Boah, hätte ich fast noch übersehen. Ne, den Vorschlag haben wir. Ey, ich will den Vorschlag mal haben. Kaffeetasse, mir egal. Oder kann ich den noch mit dem Vorschlagkammer zerhauen? Batz! Okay, wir nehmen natürlich unsere mit der Knarre raus, öffnen einfach schnell die Tür. 2:30 noch, scheiße. Big Leila, wir haben sie gerade gefunden. Die Verdammter Mist. Statten. Wichser. Hat Wichser gesagt. Gut, ich hab meinen Instinkt noch. Zwei Einheiten, ein Helikopter. Bin ich der Einzige, der hier rechnen kann? Wenn Dexter durchdreht und den Zünder... Alle hier weg, Sprengsätze 1 bis 3. Sind die Minen in Position? Ja. Doch, doch, alles gut, alles gut. Sir, ich rede mit Ihnen. Bleiben Sie sofort stehen, sonst schieße ich. Der Instinkt wurde gerade noch mal ein bisschen aufgewertet. Verkleidung aufgeflogen, verdammt. Nochmal die Schlüsselkarte jetzt nehmen. Komm, wir nehmen uns mal den Vorschlagkammer, der war irgendwie voll cool. Der war voll cool. So, ich glaube, ich muss einfach mal 4 in die Hand kommen. Erstmal 1. Hopp. Komm, wir müssen das jetzt so schnell wie möglich da hoch schaffen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Wegen Leila. Kann ich ihr jetzt helfen? Wow! Irgendwie war der letzte Typ voll einfach zu erledigen, wenn man es richtig gemacht hat, glaube ich. Okay, gut. Weiter. Ja, wir hätten jetzt noch Dextras Ultramax. Einen Ziegel hätten wir aufnehmen können. Brechstange. Ein Pömpel. Okay. Gut, Leute, das ist mir jetzt aber alles... Shit egal. Gut, dann machen wir mal weiter und schauen, was da abgeht. Tut mir leid. Jetzt bist du sicher. Schon gut.
mir, Lenny. Mein Geld. Ihr Geld. Hier haben Sie es. Na komm. Gehen wir. Es ist vorbei. Lieber 47, wenn Sie diesen Brief lesen, bin ich vermutlich tot. Sie haben mich als Verräterin erschossen. Und Travis hat gewonnen. Überlassen Sie ihm nicht auch das Mädchen. Seine Abteilung hat ohne Wissen der Agency genetische Experimente durchgeführt, aus denen Victoria hervorging. Lassen Sie ihr die Wahl, die Sie nie hatten. Beschützen Sie Victoria und töten Sie Benjamin Travis. Ich dachte, jetzt ist das vorbei. Oh, so muss ich auch noch. Viel Glück, 47. Alle Zivilisten wurden vom Gelände eskortiert. Wir sind ungestört. Travis, ist die Leitung sicher? Was gibt's? Wir haben das Familiengrab der Burnwoods gefunden. Sehr gut. Beginnen Sie mit der Exhumierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie sich davon erhoffen. Wir haben alles gründlich untersucht. Diana Burnwood ist an dem Tag gestorben. Wir haben die Polizei und die Autopsieberichte. 47 hat ihren Tod selbst bestätigt. Was wollen Sie denn? Wir haben 47 schon öfter unterschätzt. Nein, die Sache stinkt. Burnwood kann ihren Tod auch nur vorgetäuscht haben. Sie würde sie mit links in die Irre führen. Okay. Ich habe gerade ein kleines Problem. Das sind viel zu viele Leute, um sie einmal mit einem Scharfschützengewehr. Das sind 10 Schuss, hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und wenn ich jetzt eben diesen einen nicht erledigen kann, und ich kann ja nur 5 mit einem Schuss erledigen, weil ich diesen einen Typen nicht erledigen kann, habe ich verkackt. Okay, das war der erste. Das ist schon mal gut. So, aber wisst ihr was? Ich will jetzt mal in der 47 Montur des 47 bleiben. Mir fällt gerade auf, hier oben ist keiner hingegangen. So schätze ich, dass wenn ich hier oben jetzt eine Leiche hinlege, dass die auch niemand sehen wird. Eigentlich nicht so, oder? Die liegt hier aber schön versteckt. Okay, gut. Leiche in der Nähe. Ja, ja, halt die Klappe. So. Yeah, soll ich eine Schrot nehmen, oder? Boah, es ist eine schöne Spassi. Es ist eine Spaß. Eine Spaß. Das macht aber Spaß. Der Spaß. So, haben wir eine Blumenvase. Komm, einmal das Fenster hier, hopp. Wir versuchen das so weit wie es geht, wirklich so auf 47a zu machen. Heißt erdrosseln und den ganzen Kram. Ich lege jetzt mal ihn hier hinten. Autsch. Naja. Wohl, wenn ich es mir recht überlege. Wenn dann ja jetzt. Hoffen wir, dass die Leiche jetzt nicht so auffällt. Weil oh Gott. Jetzt kommt die Dreierversammlung da wieder an.
Ja, Leute, ich muss mich jetzt hier gerade mal ein bisschen konzentrieren. Concentrated. Heißt, die letzte Aufgabe ist wirklich Travis umbringen. Was, Tom? Zentrale, schick deinen Leichenwagen. Wir haben hier einen Toten. Alter, woher weißt du das? Hat ihn gesehen. Delta X-Ray, Zentrale, hören Sie mich? Dich wird so schnell keiner mehr hören. Oh, oh. Hoffe ich zumindest, dass ich so schnell keiner mehr hören wird. Wäre besser für mich. Okay. Jetzt muss ich ihn hier umbringen. Alter, mache ich das ja hier mal richtig sneaky. Sneaky, schnucki, schnucks. So, jetzt kommen viele die von da unten wieder, die Dreierpatrouille. So, aber hier oben bin ich schon mal ganz clean. Das freut mich ja sogar regelrecht. Da kann ich nicht runter. Da muss ich auch nicht alle umbringen. Aber ich habe schon echt verdammt viele umgebracht. Und das leise. Ich freue mich. So. Solange den da hinten noch nichts auffällt. Ich will jetzt nicht in die offene Konfrontation. Dafür sind ja einfach zu viele. Ich meine, da hinten stehen auch noch übelst viele. Da vorne steht jetzt noch einer, den man auch, glaube ich, erdrosseln könnte. Ne, weil der da hinten, der da ganz hinten dann das sieht. Aber den hier vorne, den könnte man auch noch erdrosseln, ohne dass jemand sieht. Im richtigen Augenblick. Oder? Ah, nein, eigentlich auch nicht. Scheiße. Doch. Jetzt, komm, dreh dich um. Schnell dreh dich um. Dreh dich um, Spastiker. Schnell, B. Scheiße, jetzt ist das passiert, was ich nicht wollte. Mann. Okay, dann. Würde ich mal sagen. Die offene Konfrontation, der ist nicht mehr entgegenzusetzen. Sicher? Wo bist du? Komm hoch. So, 7 wieder rausholen und jetzt. Scheiße, verfehlt. Oh ja, wo bist denn du jetzt? Wo ist denn der Typ da hinten hin? Aber jetzt kommt er wieder raus. Was? Ja, Agent 47 ist da. Agent 47 kommt. Oh, verdammt, der wartet noch heute. Okay, das war jetzt lustig. Bin eigentlich im Teamspeak, weil ich hoffe, dass da ein bestimmter Typ bald kommt, aber nicht er. Das war nicht so geplant. Was habe ich mir erledigt? Fuck, da habe ich den Typ wieder nicht erledigt. Jetzt habe ich noch 5 Schuss.
Upsala. Das ist doch ein schöner Headshot. Da müsste sein Kopf gleich sein. Komm raus. Natürlich, jetzt kommt er wieder, wisst ihr? Und jetzt reicht es. Gleich. Okay, jetzt reicht es mir. Ich muss jetzt echt hier ein bisschen aufpassen. Ich wollte diese offene Konfrontation genau aus bestimmten Gründen nicht haben. Verdammt, okay. Das müssen wir nochmal machen. Da bin ich, glaube ich... Okay, das war von Anfang an ein bisschen fail. Also an sich war es ganz gut. Wie ich es gelöst hatte. Und die Umsetzung war kurz. Weiteren Vorfall in meiner Nähe. Ich beginne mit der Suche. Wer ist da? Antworten Sie! Steht direkt davor einer. Mann! Mal jetzt leer, dann Kuh, dann Mann, Kuh weh. Okay, das machen wir gleich nochmal. Ey, ich krieg's nicht mehr hin. Ich werd bekloppt. Ich will das doch nur noch schaffen. Alle Zivilisten wurden vom Gelände eskortiert. Wir sind ungestört. Travis, ist die Leitung sicher? Was gibt's? Wir haben das Familiengrab der Burnwoods gefunden. Sehr gut. Beginnen Sie mit der Exhumierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie sich davon erhoffen. Wir haben alles gründlich untersucht. Oh Mann! Wieso will das denn jetzt nicht mehr klappen? Ich muss hinter den Typen gehen und den anderen ganz normal drosseln. Das hat vorhin noch auch geklappt. Viel Glück, 47. Alle Zivilisten wurden vom Gelände eskortiert. Wir sind ungestört. Travis, ist die Leitung sicher? Was gibt's? Wir haben das Familiengrab der Burnwoods gefunden. Sehr gut. Beginnen Sie mit der Exhumierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie sich davon erhoffen. So, jetzt reicht's mir, Leute. Jetzt erschieße ich den eiskalt. Das wird zu blöd. Viel Glück, 47. Alle Zivilisten wurden vom Gelände eskortiert. Wir sind ungestört. Travis, ist die Leitung sicher? Was gibt's? Wir haben das Familiengrab der Burnwoods gefunden. Sehr gut. Beginnen Sie mit der Exhumierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie sich davon erhoffen. Wir haben alles gründlich untersucht. Diana Burnwood ist an dem Tag gestorben. Wir haben die Polizei und die Autopsieberichte. 47 hat ihren Tod selbst bestätigt. Wir haben 47 schon öfter unterschätzt. Nein, die Sache stinkt. Burnwood kann ihren Tod auch nur vorgetäuscht haben. Sie würde sie mit links in die Irre führen. So, welchen Typen erledige ich zuerst? Natürlich den hier vorne bei mir, jetzt, der hier vorne um die Ecke steht. Den werde ich auch die schnelle Art und Weise... Ledigen, nicht mit dem Drosseln oder so, nein, hinter ihm gehen, erschießen und dann. Wenn er wiederkommt. Okay, wir werden jetzt ein bisschen aggressiver vorgehen. Auf den Scheiß habe ich nämlich keinen Bock mehr. Ja, jetzt kommt er natürlich, das ist natürlich sehr scheiße.
Oh Gott, jetzt sind die auch noch da. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Das gibt's doch gar nicht. Hab ich jetzt mal so lange gezögert, dass ich so schön da durchkam? Scheiße. So, dann müsste ich jetzt aber zumindest schon mal hier nach vorne gehen können. Er geht weg. Er kommt. Ja, gut, ich glaube, das war das beim letzten Mal sogar auch. Ich bin's. Melde eventuell. Verdammter Mist. Hier wurde gerade jemand getötet. Achtung, mit äußerster Vorsicht vorgehen. Hier ist immer noch was im Gang. Ich kümmere mich darum. Sicher kann man sowas jetzt nicht mehr nennen. Jetzt habe ich doch so halb die offene Konfrontation gehabt. Das, was ich nämlich eigentlich nicht wollte. Jo, noch mehr Gewehrmunition. Komm, Gewehr, Gewehr, Gewehr. Scheiße. Zentrale, wir haben hier eine tote Person. Ja, genau wie ich dachte. Genau so tot. Wir sind noch nicht über den Berg. Rücke vor. Hier drüben. Was? So, ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Einen Schuss kann ich noch setzen. Den setze ich auf den da. Batz. So. Schuss wurde gut gesetzt. Wir haben Sichtkontakt. Wo, wo, wo? So, sorry Leute, ich muss mich gerade mal echt ein bisschen sehr doll konzentrieren. Bisschen mehr als sonst. Da ich hier heute noch durchkommen will. Komm jetzt her hier. Das Aiming hier ist schon ein bisschen auch ein bisschen schwieriger als sonst. So, ich würde sagen, das war alles. So, dann rennen wir nochmal eben über die Leichen, holen uns unsere Gewehrmunition. So, haben wir jetzt schon wieder genug? Ne, jetzt 138. Man kann 150 haben. Schrotmunition. So sitzen die hier hinten mit einer Schrot. Naja, soll mich nicht interessieren. Mich soll interessieren. Komm. Jetzt können wir auch normal gehen. Schrotmunition schon wieder.
ein Grab. Leiche in der Nähe, mir doch scheißegal. Die Benzinkanister ist natürlich viel besser, deswegen nehme ich den. Ja, Leute, ich suche hier noch die Munition, weil ich habe jetzt... Achso, jetzt habe ich ja schon 150. Ja, sagt mir das doch mal. Mensch, Mensch, Kiddies. Dann knacken wir mit dem Schloss, ne? Das kann der Hitman ja ganz gut. Und rein. Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben. Wenn sie erfahren, dass sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden sie Fragen stellen. Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist, über ihr kleines Forschungsprojekt. Ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, nur weil sie von einer Toten besessen sind. Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance. Nutzen Sie sie. Oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede. Wow. Fuck. Das hätte ich jetzt... Scheiße. Das hätte ich noch fast bereut. So, hier ist genug versteckt. Alter, das hätte ich fast echt noch bereut. Gott. Ich will mal nicht schon wieder auf eine Konfrontation. Hey, wake up. Ach, halt die Klappe. Ich glaube, das nächste Mal gehe ich aus dem Teamspeak. Okay, den da hinten. Da ist sie ja schon. Da ballert jemand rum. Findet ihn! Ziel ist in Deckung. Okay, das war jetzt schon mal ein guter Kill. Alles sein nicht so wie ich erhoffe. Aber was passiert denn so, wie man es will? Gottes Willen, ja. Gut, das lassen wir jetzt mal. Endlich. Warum stirbt er nicht einfach? Baum. Nee, weil ich gut bin, sag ich mal, ne? Ich bin Hitman, ich bin keiner Spasti. Oh, jetzt geht er schon 325 oder gab das schon immer 325? Alter. Ich ein scheiß Aim. Wow. Boah, bist du bekloppt oder was? Der da von hinten an. Kleine Fuch. Entschuldigt, Leute. So. Oh Gott, Alter, hat er mich gerade verjagt. Alter, nein, 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 nein. Ich bin so schlecht. Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben.
Wenn sie erfahren, dass sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden sie Fragen stellen. Verdammt, Alter, ich muss hier nochmal ein kleines Geschrei von meinen Geschwistern. Sie müssen ihr Ende zu vollenden, um fortzufahren. Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance. Nutzen Sie sie. Oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede. Ja, jetzt kommt auch noch schön gut raus. Die Müllabfuhr, wollte mich ja verarschen. Soll ich jetzt einmal hier schnell ein Ziel feuern, die beiden erledigen und dann weitergehen? Ja, ich glaube, das mache ich. Ja, das mache ich. Todesfälle, aber Kopfschüsse waren es. Kopfschüsse. So, dann laufen wir eben hier rüber, nehmen uns, komm, nimm die Waffe. Gegen Hundeknochen. Ach so, die habe ich ja auf der Hand. Ah, das ist ja schön. So, die werden wir natürlich als Hitman ausschalten, wie ich es schon das letzte Mal wollte und auch machen werde. Verdammt, jetzt steht er hinter so einer Deckung. Wechseln wir die Deckung. Stellen uns hier hin. Raus, ja. Sie müssen fortfahren, solange Feinde in höchster Alarm. Sie können nicht fortfahren. Sie sind aber. Ja! Komm! Yes! Oh, einen einzigen Menschen erledigt, den der wichtig war. Alter, weiter geht's. Tuchen. Travis an Pretoriana. Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Hier sind überall kleine Laser aufgestellt. Das ist natürlich schon scheiße. Jetzt muss man sich natürlich einen Weg bahnen, da hochzukommen. Ohne hier gleich in die Luft gesprengt zu werden. Ich wüsste gerne, was passiert, wenn ich da durchrenne. Ich kann da ja mal was hinwerfen. Genau, tu das mal und renne da irgendwie durch. Komme ich da hoch? Ernsthaft? Ach, nice. Ich liebe sportliche Menschen. Also liebe ich mich nicht. Komm, haut da ab. Ich müsste hier gerade mal hoch. Dankeschön. Da ist nichts. Gut, dann kann ich jetzt hier hoch. Soll ich die im Zielfeuer erledigen, die beiden? Alter, stirbt er auch nochmal? Na, danke. So. Ist ja scheißegal, ne?
Welcher Waffe ist bestimmt echt scheißegal. Ich hab den Headshot gerade verpasst, der lebt noch oder was? Alter, will der mich verarschen? Ich dachte schon, Alter, wie hält denn der aus? Wo steht der? Genauso wie du. Nein! Wirst du gekillt? Aha, das ist also der Satz, der jetzt kommt. Na dann nochmal dadurch. Travis an Pretoriana. Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Gut, hier hinten dann die Kante hoch, komm. Nach oben. Hier hinterstellen. Und gleich, wenn sie beide hier sind. Hier kommen jetzt ja gleich zwei her, ne? Ich glaube, dann drücke ich Q und erledige beide schön mit einem Headshot. So, dass man natürlich jetzt scheiße entdeckt zu werden, das sollte natürlich nicht gesucht sein. Wow. Cool, man kann die Stärke nicht kaputt machen. Habe ich für später noch was. Wo? Da hinten. Muss man auch erstmal hinkommen. Bringt es das Ziel zu feuern? Ich weiß es nicht. Köpfe runter! Zielperson ist in Deckung! Umgeht! Lade nach! Der Kerl ist in der Deckung! Solange er sich... So, endlich, Alter. Und den Typen, für den mache ich jetzt was ganz Besonderes. Für den mache ich jetzt hier leer. Renn dahin, Drücksteuerung und Q. Einfach nur, weil ich es kann. Bam, bam, bam. So, das nur, weil ich es kann. Nein! Verdammt! Scheiße! Verdammte Kacke! Das gibt's jetzt nicht! Travis an Pretoriana. Höchste Alarmstufe. Oh Mann. Schießt die rein und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Mann. Das ist doch jetzt Kacke. Echt jetzt mal. Alter, wer hält so viele Headshots aus? Ist ja unrealistic. Na danke. Oh. Okay, wir versuchen das jetzt noch einmal und dieses Mal vielleicht nicht so schnell erwischt werden. Ja, halt die Klappe. Ich bin ein kleiner Failer. Ich bin ein Failer. Ich kann... Travis und Pretoriana.
Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Mann. So. Boah. Da ist eine. Alter, da muss man ja richtig übelst aufpassen. Bis dahin geht er, ne? Wenn ich mich dann raus bewege, Q drücke, den eben erledige, oder ich warte wirklich, bis der von da hinten auch noch hier angekommen ist, aber ich weiß gar nicht, ob der da hinten noch ankommt. Also wenn er da steht, drücke ich Q. So, das war schön. Das werde ich jetzt direkt weiter so machen. Von Mann zu Mann gehen und immer brav mit Zielfeuern erledigen. Boah, da muss ich aufpassen schon wieder. Steuerung Q. Hallo, ich habe Steuerung Q gedrückt. Alter, das gibt's doch nicht. Mann. Ich will das alles mit Zielfeuern erledigen. Travis an Petroiana. Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Letzter Versuch, Leute. Dann, ja. Dann werde ich unter die Toten gehen. Obwohl, sagen wir so, tot bin ich hier schon. Ich weiß auch gar nicht, ob sie immer denselben Weg abgehen. Ich glaube nämlich nicht. Ansonsten warte ich jetzt, dann lass den wieder abhauen und lass dann so warten. Ne, die gehen nicht immer denselben Weg, oder? Ne, die gehen nicht immer denselben Weg. Nur er geht immer denselben Weg. Wenigstens einer, der mitmacht. Leer. Und anlehnen. Schön. Wow. Zentrale, wir haben hier eine tote Person. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor. Na, verdammt. 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 Yes! Boots. Ja, da konnte ich reingehen, aber es ist mir scheißegal. Boah, ich hab kaum mein Leben verloren, aber den Beweis, den hole ich mir nochmal. Diana Burnwood. Gut, so, den Beweis habe ich mir jetzt geholt. Jetzt müssen wir mal typisch Hitman rumrennen. Batz. So, jetzt muss ich natürlich da hoch. Dann nehmen wir noch eine Sprengladung mit. Mal gucken, ob ich hier wirklich hoch kann. Ja, kann ich aber. Und in diese Tür. Ach so, Sprengladung. Einsatz vollendet.
Oh. Sie raffen es nicht. Sie sind so ein verblödeter Wichser. Sie wurde geschaffen, um zu töten, genau wie sie. Es wäre einfach nur perfekt. Sagen Sie es mir. Ist sie wirklich tot? Diana. Haben Sie sie umgebracht? Das werden Sie nie erfahren. Ja, geil! Geil, Leute. Geil! Ich hab's doch noch geschafft heute. Diana. Tu, was du tun musst. Geil. Großartige Arbeit, 47. Das Geld wurde auf ihr Konto überwiesen. Willkommen zurück und vielen Dank. Okay. Nice. Weiter. Weiter. Wer sind Sie? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich kann helfen, ihn zu finden. Wenn der Preis stimmt, natürlich. Geil. Also jetzt das Ende hat mir nochmal gezeigt, es scheint so. Als wäre Hitman's Absolution jetzt nicht so sozusagen wirklich der letzte Teil, sondern als wäre er jetzt so ein Gejagter. Im nächsten Teil, falls es noch einen Teil gibt überhaupt. Hitman Absolution sollte ja der letzte Teil sein, aber das Ende kommt mir jetzt irgendwie nicht so vor. Naja, egal, wir wollen jetzt nicht nur aufs Ende eingehen, sondern über das ganze Spiel reden einmal. Coole Musik. Okay. Ja, auf jeden Fall, Hitman Absolution war ein super cooler Titel. Ich habe ihn übelst gerne gespielt. Er hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt, wie ihr vielleicht wisst, nicht so der Beste bin. Und jetzt auch mal in den letzten Missionen, wo man wahrscheinlich viele nur durchgerusht sind, so bam, 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 bam. Nur die wichtigen Leute erschossen, den Rest einfach durchgegangen oder so. Nee, wollte ich nicht. Ich musste mal auf die offene Konfrontation irgendwann am Ende aus und ich meine... Ich hatte ja wirklich das erste Mal jetzt da beim Anwesen da wirklich das erste Mal direkt richtig taktisch vorgegangen, alle nur mit einer Klavierseite erledigt, so wie es sich gehört, und dann letztendlich war das einmal zu viel und dann direkt wieder auf eine Konfrontation und dann habe ich es irgendwann einfach nur noch auf die harte Tour gemacht. Und aber es war egal, es hat mir richtig Spaß gemacht, dieser Titel, und ich hoffe euch natürlich auch. Die mir zumindest zugeschaut haben, die 30 Leute immer. Ich hoffe, ich hatte es auch genauso viel Spaß gemacht, mir zuzuschauen und. Ja. Also ich muss sagen, das war jetzt ein wirklich super, super, super cooler Titel. Ich würde auch noch die anderen Hitman-Teile spielen, jetzt auch im Nachhinein. Ich meine, Hitman Absolution war jetzt mein erstes Hitman. Und, ja. Ich habe ja die Hitmans davor gar nicht gespielt, also kannte ich die Vorgeschichte gar nicht so. Und ich glaube, würde ich die Vorgeschichte kennen, hätte ich auch noch mehr von diesem Spiel verstanden. Ne? Zum Beispiel das mit Diana Burnwood, okay, war seine frühere Kollegin, sag ich jetzt mal, bis sie die Agency verraten hat. Okay, ich glaube, das hätte ich dann verstanden, warum es für ihn so schwer ist. Ich meine, natürlich ist
ist eine Partnerin, aber kommt drauf an. Anscheinend war das ja die letzten vier Teile schon die Partnerin von ihm. Und dann ist es natürlich schon sehr schwer, sag ich mal, sie umzubringen. Und am Ende vor allem dann noch Travis, aber ich glaube, Travis war für ihn nicht so das Problem, da er durch ihn ja erst sozusagen auf die Wanted-Liste kam. Aber das war natürlich schon sehr... Nee, aber egal, ich ja, war cool. Es hat mir richtig Spaß gemacht, haben sie auch anscheinend hier, wie man sieht, viele Leute wirklich Gedanken drum gemacht und viel dazu getan. Und ja, war doch gut. Peter, lol. Echt, der ist Peter? Ist ernsthaft? Das ist ja ein lustiger Name. Der Scriptwriter Oliver Antonio Winding. Ach, halt die Klappe, bitte. Laptop. Ja, und auch wenn das Spiel immer mal zwischendurch ein bisschen geleckt habt, auch diese FPS-Zahlen, die ich jetzt gerade sehe, die würde ich echt gerne auch, hätte ich gerne im gesamten Spiel gesehen, so 120. Ach, das ist ja schön. Ach ja. Ich lasse euch jetzt noch die Autos laufen, schaue sie mir natürlich nebenbei auch an, falls ihr also zwischendurch irgendeinen Ton mache oder so. Ja, mein Mikro kann ich leider nicht ausstellen, sonst würde ich es jetzt stumm schalten. Aber das ist ja schon einige, sind ja schon einige, die damit gemacht haben. Aber ich lasse sie natürlich laufen, weil ich bringe hiermit auch dem Hersteller, also Glacier Seed Powered by Glacier 2, AMD Gaming Evolved und so weiter. Den ganzen lasse ich dann hier auch mein Lob nochmal da, zeigt ihm meine Ehre, weil das war schon fun, ziemlich, ziemlich geil, dieses Spiel zu spielen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Auch wenn ich immer noch nicht so der Beste in Shootern bin. Aber das nächste Let's Play, was jetzt dann kommen wird, auch schon ziemlich direkt bald jetzt, ist einfach MW3. Ich hab's auch schon. Ich hab die angezockt. Läuft flüssig alles, auch wenn ich aufnehme. Ist alles supi-dupi. Heißt, MW3 kann kommen. Das Spiel ist fertig. Und ja. Ist auf jeden Fall ganz cool gewesen, dieses Spiel zu spielen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich kann es nicht zu häufig wieder sagen. Also ich empfehle es euch auf jeden Fall weiter, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt. Aber jetzt halte ich wirklich meine Klappe und lasse euch hier die Outros. Outros. Lass euch hier die Credits, meine natürlich die Credits da. Und wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag. Und nach den Credits natürlich viel Spaß beim Outro. Ciao. Yeah.
Say goodbye.
Thank you.